So, wir sind jetzt hier ein bisschen an einem random Ort. Aber ich wollte unbedingt dahin, weil wir waren da gerade in der Gegend. Und ja, ich habe davon schon ein paar Videos geguckt. Falls ihr den Turm kennt, könnt ihr das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, von wo. Der ist übrigens echt viel höher, als es in den Videos immer aussieht. Das heutige Video nimmt euch mit auf unsere Etappe von Fremantle bis Geraldton. Den ersten Morgen haben wir in Geraldton gestartet. Der Campingplatz liegt da direkt am Fluss. Der Fluss ist von der Sandbank vom Meer abgetrennt. In der Regenzeit wird das Ganze jedoch überflutet, da der Fluss viel mehr Wasser führt. Das muss ein richtiges Spektakel sein. Der Campingplatz war so auch mega schön da und wir haben die Nacht da richtig genossen. Dann hieß es aber weiter zu einem Ziel, das ich schon lange mal besuchen wollte. Zuerst wollte ich eigentlich nur den Turm von außen sehen. Dann habe ich aber gesehen, dass man da im Discovery Center auch ziemlich viel cooles Zeugs drinnen machen kann. Und man kann sogar auf den Turm hochgehen und da Wasserballons runterschmeißen. Also dachten wir uns, probieren wir es doch aus. Hier haben wir sogar noch ein paar Requisiten rumliegen. Da ist die Riesenaxt. Und hier ist sogar die Hulkfist. Was hast du da? Was machst du? Mit dem Plasmaball spielen. Mach mal mehr Fäden. Hier kannst du Wellen machen. Das Museum ist eigentlich relativ klein und wir dachten, wir sind da so 1 bis 2 Stunden. Aber letztendlich waren wir irgendwie den halben Tag dort, weil wir natürlich alles ausprobieren mussten. Und das auch mehrmals. Los, Klau! Wir sind hier in so einer Gravitationskammer, da kann man sich drehen. Und dann zeigt es hier auf der Anzeige an, wie viele G das gerade wirken auf einen. Und das machen wir jetzt mal. Masse ab 5 wird nicht 0,5? Schlecht. Ab 5. 0,5. 0,9. 1. Aber du übertreibst nicht, weil wir wollen nicht wegfliegen mit der Kapsel. 1,8. Ich fühle mich, als ob sich die 2. Jetzt schon. Man kann so einfach schwer da drauf atmen. Gucken. Ich weiß aber nicht. Das ist geil. Also ich weiß nicht, wie Menschen 9 oder 10 G aushalten. Nee. Es drückt so die Lunge zusammen. Ja. Und den Magen drückt es auch zusammen. Und das Gehirn. Und die Arme vorne behalten ist auch schwierig. Thematisieren wir uns wieder. Mhm. Wenn man die Augen zumacht, dreht man sich andersrum. Das ist lustig. Das ist komisch. Endstation. Da sind noch mehr Ausstellungsstücke, die mir irgendwie bekannt vorkommen. Ja.
Jetzt gehen wir auf dem Turm. Juhu. 222 Treppenstufen. Oh, jetzt geht's hier hoch. Zwei haben wir je. Zwei Wasserbälle. Und die können wir da runterschmeißen. Ungefähr die Hälfte haben wir geschafft. Ganz schön anstrengend in der Hitze. Wir haben es geschafft. Also ich schmeiß die jetzt runter. In der Theorie sollte der Schwere früher unten ankommen als der Leichte. Also Blau sollte gewinnen. Erstmal die Höhenangst überwinden. Ja. Ich kann endlich mal hier was runterschmeißen. Ja. Ja. 3, 2, 1. Das war laut. Ja. Die Blaue war ein bisschen schnell. Ich hab's nicht mal gesehen. Die waren so klein. Es hat einfach so Dodong gemacht. Tschüss für you. Tschüss. Ich bleibe jetzt hier oben. Ja, genau, für immer. Camp wird aufgeschlagen. Ja, ich werde jetzt hier alt. Ah, ja, älter als ich. 12 Millisekunden pro 100 Jahre. Oder Mikrosekunden? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Es waren viele Nullen. Ja. 3, 2, 1. Haben wir eigentlich schon mal gezeigt, wie wir mein Lieblingsessen Pizza hier draußen machen? Ich glaube nicht. Das Ganze sieht so aus. Wir haben hier so eine Platte und da ist Alan's Pizza mit einem Topf drüber. Das funktioniert relativ gut. Und wir haben hier noch so einen Topf. Das ist meine Pizza. Das klappt echt ganz gut soweit. Das ist erstaunlich. Oder was denkst du? Wenn man das Gas im Griff hat, ja, sonst wird sie ein bisschen schwarz. Ja, das stimmt. Und so sieht das Ganze dann fertig aus. Mmh, yum, yum, yum. Mmh. Sogar knusprig. Mhm. Weiter ging es dann zu den Lanslin-Sanddünen, denn ich wollte unbedingt mal Sandboarden ausprobieren, nachdem wir das auf Kangaroo Island nicht gemacht haben. Grund dafür war, auf Kangaroo Island hat das $37 gekostet, hier nur $15. Wie schon gesagt, das war ein bisschen Abzocke dort. Bei sehr viel Wind habe ich mich dann an meinen ersten Versuch gewagt. Es sah gar nicht mal so schlecht aus. Woran ich im Vorhinein nicht gedacht habe, dass man ja das alles immer wieder hochlaufen muss. Jetzt zeige ich euch mal, wie der Profi das macht. Hier seht ihr, was passiert, wenn man keine Lust hat, sein Board zu wachsen.
Mir war es immer zu schnell, wenn man das gewachst hat, also habe ich es nicht gewachst und dann kommt man überhaupt nicht voran. Ich fand das sehr faszinierend, weil Ellen hat es wirklich bis ganz unten versucht, da runterzukommen. Ich hätte es schon so lange aufgegeben und neu gewachsen. Ja, irgendwann habe ich es dann doch gewachsen, weil sonst wird es ja gar nichts. Nachdem ich die Vorderseite einigermaßen im Griff hatte, wollte ich mich an die Hinterseite wagen. Da hat es nämlich so eine Abstufung drin, die ich meistern wollte. Und die Düne ist auf der Rückseite allgemein ziemlich viel steiler. Kleines Fazit von uns, es macht ultra viel Spaß, bis man wieder hochlaufen muss, das ist wirklich sau anstrengend. Und falls ihr euch fragt, ob wir danach überall Sand hatten, die Antwort ist ja, überall. Wir sind jetzt bei den Pinnacles, das sind so lustige Steinformationen und mit den Fliegen ist einfach wieder mal nicht auszuhalten. Ich weiß nicht, ob ihr die im Bild sehen könnt, aber die sind einfach wieder mal überall. Aber die Felsen sind ganz cool. Totti durfte natürlich auch wieder mal mit und ein Fotoshooting machen. Nicht, dass sie den ganzen Tag nur im Auto bleiben muss. Und für alle, die neu zugucken, Totti ist die Pflanze, nicht die Frau da. Eigentlich wollte ich ja mit der Drohne fliegen, das ist aber verboten, also musste ich erfinderisch werden. Es hat so semi-gut geklappt.
Man weiß übrigens nicht genau, wie die Pinnacles entstanden sind, aber es wird vermutet, dass es so versteinerte Überreste von Baumwurzeln sein könnten. Auf der Weitreise haben wir beim Lake Tethys angehalten. Da gibt es so Stromatolithen. Das sind diese Bollen, die da aus dem Wasser kommen und die werden von Mikroorganismen gezeugt und sind die erste Form von Lebewesen auf der Erde. Auf der Weiterreise haben wir neben diesem unglaublich coolen Campingplatz direkt am Meer auch noch weitere Buchten und Küstenabschnitte erkundet. Eigentlich waren wir gleichzeitig auf der Suche nach surfbaren Wellen, die haben wir aber leider nirgends entdeckt. Am Point Luise hätte es zwar eine gegeben, aber da waren schon mega viele Leute im Wasser. Drum haben wir uns mit dem Hund hier angefreundet und wenn es nicht so schwierig wäre, dann in Nationalparks zu kommen, hätten wir ihn direkt adoptiert. Mittagspause. Ist schon cool, wenn man so mit dem Auto an den Strand fahren kann. So ging es für uns dann weiter nach Geraldton, wo wir einen Termin beim Mechaniker hatten. Unser geliebtes Auto Brissy hat jetzt übrigens langsam einen neuen Spitznamen. Die Abkürzung BDQ steht dabei für Brissy Drama Queen. Ihr habt es jetzt zwar nicht mitbekommen, aber wir sind jetzt seit ungefähr einer Woche hier in Geraldton. Und zwar nicht, weil es so mega schön ist, sondern zum ersten, weil das Auto wieder mal in die Werkstatt musste. Da muss wieder irgendwas gemacht werden und wir warten jetzt auf die Teile. Und zum anderen hat mich ein bisschen die Reisemüdigkeit erwischt. Das ganze Plan und so ist mir ein bisschen zu anstrengend geworden in letzter Zeit mit dem ganzen Videoschneiden. Darum haben wir jetzt beschlossen, hier mal so eine Woche zu entspannen. Ich habe jetzt die letzten paar Tage Vollgas gegeben mit den Videos, sodass ich da mal aufgeholt habe und dann hier noch ja, ein, zwei gemütliche Tage sonst machen, ohne irgendwie was zu planen oder rumzureisen, sodass es dann wieder voller Energie weitergehen kann. Ja, wir gucken jetzt hier den Sonnenuntergang an, genießen das Abendessen und dann hört ihr wieder von uns, wenn es weitergeht.